Allahu mahfidna min al-dhunub, ja Rabb. Sagt der Wohltäter, strengt sich so lange an, bis er sich an das Verrichten der guten Taten gewöhnt. Es liebt und dies allen anderen vorzieht. Dann sendet Allah die Engel der Gnade herab, die ihn bei dem Verrichten von guten Taten unterstützen. Sie stören ihn sogar beim Schlaf, damit er gute Taten verrichtet. Das ist die Hilfe Allah. Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, du gibst dir Mühe. Du willst erreichen. Du willst ein guter Mensch sein. Du willst diese Taten verrichten. Du willst Fajr aufstehen. Manchmal schaffst du nicht. Du bist schwach. Manchmal bist du nachts beten, schaffst du auch nicht. Du kämpfst miteinander. Manchmal stehst du auf nachts und du wachst und was auch, du kannst nicht aufstehen. Aber Allah sieht, du willst. Du kämpfst, du stellst den Wecker. Aber du stehst nicht auf. Dieses Einstellen von Wecker, ja, ist ein Beweis für Allah, subhanahu wa ta'ala, dass du willst. Nicht, ich stelle den Wecker, weiß Allah gar nicht an, und ich schlafe, ich stehe nachts auf oder ich gehe zu Fajr Gebet. Nein, man muss die Gründe nehmen, um aufzustehen. Allah sieht, du versuchst, du gibst dir Mühe, du hast es nicht gehört, du bist schwach. Erste Mal, zweite Mal, du kämpfst, dann Allah schickt diese Malaika, diese Engel der Gnade, dann unterstützen sie dich. Sie bewegen dich nachts, du schläfst nicht und du stehst auf. Und das Wenigste bei Allah, sagt, wenn du wachst nachts auf und du kannst trotzdem nicht beten, dann wenigstens bewegt deine Zunge mit dem Gedenken, Allah subhanahu wa ta'ala, das zählt als Nachtgebet. Gedenke Allah im Liegen, ja Allah, astaghfiruk Allahumma wa tubu ilayk. La ilaha illallah. Subhanallah, während ich im Bett liege, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, wenigstens kann ich nachts beten, aber ich habe was davon, wenn ich sage, Subhanallah, in der Nacht. Dann gehöre ich zu denen, die Allah erwähnt im Koran, dass sie nachts Allah lobpreisen. Oder Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Bitte Allah um Vergebung. Du gehörst zu denen, die al-Mustaghfiruna bil-Ashar. Die vom Fajr gebeten, das heißt, für den letzten Tag der Nacht Allah um Vergebung bitten, die hat Allah im Koran erwähnt. Abdi möchte so sein. Abdi, ich sehe das von seinem Herz, er will, aber er schafft es nicht, er ist schwach. Jetzt schickt Allah die Engel, die dich unterstützen. Weil die Engel haben verschiedene Aufgaben. Und dann sie wecken dich auf und sie geben dir Kraft, lesen Allah, dann merkst du, du kannst nur noch Fajr beten, du kannst nicht mehr ohne Fajr leben. Es geht nicht mit deinen Tagen, es ist so grausam, wenn du das Gebet morgens in Moschee nicht verrichtest. Das Gebet, der Tag ist so schwer, Udu Billah. Sogar die anderen Anbetungen sind nicht mehr so frei, so leicht für dich. Weil du das Gebet von Fajr verpasst hast. Du erkennst das Licht von diesem Gebet. Du bist glücklich darüber, nachts zur Moschee zu gehen, zu Fuß. Und keiner sieht dich außer Allah. Jeder Schritt, den du machst, Allah erhört damit gibt dir eine gute Tat dafür. Und mit dem linken Fuß, Allah subhanahu wa ta'ala, löscht eine Sünde. Machst du 1000 Schritte, hast du 1000 Hasanat, 1000 gute Taten geschrieben und 1000 Sünden weniger. Bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ula. Jetzt achtet auf den Ungehorsamen, a'udhu billah. Der Ungehorsame begeht so lange Sünden, bis er sie liebt und sie allem anderen vorzieht. Daraufhin sendet Allah die Teufel auf ihn, die ihn dabei unterstützen, weiter Ungehorsamkeiten zu verrichten. Die sind die Armee des Guten und die Armee des Schlechten, des Bösen, Allah, sagt die also ungefähr, sagt der Gelehrte, Ibn Qayyim, rahimahullah, wir erwähnen noch eine Spur, inshallah, dann machen wir Ende, inshallah. Die Ungehorsamkeit schwächt die Entschlossenheit für das Gute. Und hier sagt Ibn Qayyim, vor dieser Spur muss man sich am meisten fürchten. Sie schwächt den Willen des Herzens, Gutes zu verrichten. Oder sie schwächt das Herz, gehorsam zu sein. Und stärkt dabei seine Entschlossenheit, Schlechtes zu verrichten, also ungehorsam zu sein. Sie schwächt schrittweise die Entschlossenheit, Reue zu zeigen, bis diese ganz verschwindet. Also diese Entschlossenheit existiert gar nicht mehr in seinem Herz. Er denkt noch nicht mal dran, einmal einen Moment in seinem Leben Reue zu zeigen. Er verrichtet zwar Reue, er macht Reue, achtet darauf, mit der Zunge, aber sein Herz verharrt, weiter darauf Sünden zu begehen. Dies ist eine der schlimmsten Krankheiten und die am nächsten zum Untergang. Das heißt, dein Herz hat keine Kraft mehr, Gutes zu tun. Funktioniert nicht. Wie ein Auto, wenn Batterie leer ist und nicht leer, sondern kaputt ist, musst du eine neue Batterie holen. Aber ein neues Herz kriegst du nicht. Ein neues Herz kannst du nicht kaufen. Also das Einzige, was man machen muss, hüte dich am Anfang vor dieser Sünde. Beschütze dich vor dieser Sünde. Vermeide die Orte, wo Sünden sind. Versuch die Blicke zu senken. Besonders die Augen, liebe Brüder, die haben große, große Werke auf unserem Herzen. Und davon muss man sich in Acht nehmen. Wir sind alle schwach. Wir machen alle Fehler. Das bedeutet nicht, dass man aufhört, dass man die Hoffnung verliert an die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat versprochen, der Reue zeigt, Allah wird seine schlechten Taten zu guten umwandeln. Allah wird ihn lieben, subhanahu wa ta'ala. Allah wird ihn ins Paradies reinlassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn ehren im Diesseits und im Jenseits, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Aber diese Reue soll vom Herzen kommen. Und jedes Mal ein Rat von mir, inshallah. Jedes Mal, wenn du Fehler machst,
hören nicht auf, an die Hoffnung Allah subhanahu wa ta'ala, an die Barmherzigkeit Allah zu glauben. Denn das nennt man Hoffnungslosigkeit gegenüber der Barmherzigkeit Allah. Und das ist eine große Sünde im Islam. Weil Sayyidina Ali sagt, radiallahu anhu, die Hoffnungslosigkeit gegenüber der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sünde, die schlimmer ist als die Sünde, die du begangen hast. Das heißt, du begehst eine Sünde, du machst eine schlechte Tat. Und direkt das einzige Gefühl, was du hast im Herzen, Allah wird mir diese Tat nicht vergeben. Das heißt, du bist hoffnungslos. Dieser Gedanke ist schlimmer als die Sünde selbst. Weil egal wie groß deine Sünden sind, egal wie viele das sind, die Gnade Allah und die Barmherzigkeit Allah ist weiter und größer als das alles. Sogar der Teufel Yawm al-Qiyamah wird seinen Kopf so lang ziehen, weil er so viel Gnade sehen wird am Tag der Abrechnung, wie Allah die Muslimin begnadigen wird, subhanahu wa ta'ala, da wird denken, ich werde auch ins Paradies gehen werden. Also hört nicht auf, an die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Aber nutzt sie auch nicht aus. Nutzt sie nicht aus, sondern dankt Allah dafür, indem wir, insha'Allah, Rabbil Alamin, uns hüten vor der Sünde und vor der Ungehorsamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor beschützen, insha'Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana ya Rabbi min an-nifaq. وطهر قلوبنا يا رب العالمين من الشرك والكفر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا إن عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان يا حنان يا منان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم من علينا بتوبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم احينا يا رب عيش السعداء اللهم ارزقنا عيش السعداء وارزقنا موتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء وأدخلنا جنة الأتقياء الأنقياء الأخفياء يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين